Sag mal, möchtest du bei mir übernachten? Isabelle ist die Frau meines Lebens und ich will ihr beweisen, wie sehr ich sie liebe. Ach ja? Ja. Heute Abend auf dem Ball werde ich sie fragen, ob sie mich heiraten will. Was habe ich dir denn versprochen? Du sagst wann. Ich würde super gern bei dir übernachten. Man kann wirklich nichts nachweisen? Rein gar nichts. Dann musst du nur noch auf eine günstige Gelegenheit auf der Hochzeitsreise warten. Das ist zu spät. Sie will die Verträge schon morgen unterschreiben. Aber dann... Die gute Beatrice wird heute Nacht den letzten Ball ihres Lebens feiern. Was sagt der Maître? Er lamentiert ununterbrochen. Ah, normalement ist das ein gutes Zeichen. Wird alles rechtzeitig fertig? Selbstverständlich. Bien. Ah, Vinny, Vinny. Das sind keine Van Heldens. Ich hatte ausdrücklich die besten kubanischen Zigarren geordert, die es gibt. Also, bringen Sie das in Ordnung. Vite! Hallo, Mama. Ah, Chérie. Comment vas-tu? Gut. Kommt ihr voran? Na, du kennst mich. Darf ich mal? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen Handschuhe anziehen. Bianca, was soll das? Das muss ich mich selber kümmern. Mama, ich kann Robin hier gar nicht finden und seine Familie auch nicht. Na, ich will das für wenig passen zu diesem Anlass. Das Thema hatten wir doch bereits. Chérie, Sie würden sich hier doch gar nicht wohlfühlen. Ich habe Sie längst eingeladen. Also, dein Hang zum Bürgerlichen ist mir wirklich ein Rätsel. Also? Wie du willst. Übrigens, Beatrice von Weinbach und Sylvia Jones stehen auf der Liste. Ja, es sind beides Damen der Gesellschaft. Die können sich auf den Tod nicht ausstehen. Aber im Gegensatz zu einem Robin Brandner haben die beiden Manieren. Hör auf damit. Ich weiß, dass du ihn nicht magst, aber behalte es bitte für dich. Evie, auch wenn in diesem Jahr nicht alle Gäste aus unseren Kreisen stammen, so wird es dennoch ein unvergesslicher Abend. Den Magen verdorben? Soll ich Dr. Seifert anrufen? Nein, nein, ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Tja, sieht so aus, als könnte ich heute Abend doch nicht wieder auf den Maskenball. Schade. Ich habe mich so drauf gefreut. Du kannst doch trotzdem hingehen. Du weißt doch, wie sehr sich Vanessa darauf freut. Wer könnte sie besser in die Gesellschaft einführen als du? Aber ich kann dich doch nicht alleine lassen. Aber sicher. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Gott, ich habe noch eine Besprechung. Was für eine Besprechung? Mit den Anwälten. Ja, wenn ich morgen meine Anteile an Martin verkaufe, dann muss doch vorher alles geklärt sein. Nach dem Fall komme ich sicher nicht mehr dazu. Worauf du dich verlassen kannst. Mesdames et Messieurs? Es ist uns eine Ehre. Ja, hoffentlich nicht nur euch. Wobei, mit der Maske wird mich Cecile's Mutter wohl nicht erkennen. Die soll sich mal einkriegen. Cecile kann doch einladen, wen sie will. Ja, aber echt. Also damals, während der französischen Revolution, da hätte man die Tante einfach auf die Guillotine gepackt und zack! Nico. Ja, ist doch wahr. Das habe ich in Geschichte gelernt. Fast den gesamten Adel hat man damals so ausgerottet. Ich gebe's auf. Und? Heute Abend? Ja,
Heute Abend. Ich kann es kaum erwarten. Aber irgendwie bin ich auch tierisch nervös. Ja, das muss so sein bei Heiratsanträgen. Was willst du denn damit? Psst, nicht so laut. Ich dachte, du wolltest dir Zeit lassen mit dem ersten Mal. Ja, sicher ist sicher. Ja, Andi wollte doch warten, bis du... Tut er auch. Vielleicht passiert's ja heute Nacht. Vielleicht auch nicht. Soll ich dich jetzt fertig schminken oder nicht? Komm, so geht's. Mut, mein Junge. Wie heißt es so schön? Jeder Liebhaber ist ein Krieger. Dieses Schloss ist der perfekte Ort für einen Antrag. Wollen Sie mich ausrauben? Ich bin völlig mittellos. Abwarten. Beatrice wird morgen früh ihre Anteile von Weinbach Olmedia auf mich überschreiben. Der Deal ist perfekt. Was? Das ist ja fantastisch. Das ist... der Anfang unserer Zusammenarbeit. Ende der Woche erteile ich Daylight Pictures die ersten Aufträge. Dann ist meine Firma gerettet. Das werden wir heute Abend ausgiebig feiern. Na? Wie gefällt es dir? Sehr gut, aber soll das alles sein? Die noch dazu? Beatrice kennt dich trotzdem noch und deine Tochter auch. Und so? Schon besser. Diese Maskerade wird niemand mehr wissen, wer ich bin. Sie werden sich nur fragen, wer der unbekannte Elegante war. Der elegante Unbekannte. Und was ist mit dem Gift? Sie werden denken, Beatrice sei in einem Herzinfarkt gestorben. Wer tröstet dann den armen Witwer? Na du, Mina Guerita. Du musst mitspielen, ja? Mein Alibi muss perfekt sein. Keine Sorge, ich will ja noch was von dir haben. Und nach Mitternacht werde ich sehr, sehr viel Trost brauchen. Ja, bitte. Hallo, Dad. Na? Mein Engel. Gott, siehst du schön aus. Tja, finde ich auch. Das Selbstbewusstsein hat sie eindeutig von dir. Du siehst natürlich auch zauberhaft aus. Vielen Dank. Wünschen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Sie können dann, wie versprochen, heute Abend frei nehmen. Danke sehr. Können wir dich wirklich allein lassen? Macht euch keine Sorgen. Ich habe eine Schlaftablette genommen und bis morgen bin ich bestimmt wieder fit. Bis später. Aber wenn ich dich ganz doll vermisse, dann... Beatrice, bitte genieß diesen Abend. Versprochen? Werden wir. Und gute Besserung. Komm. Hoffentlich sind auf dem Ball ein paar interessante Männer. Dort? Ganz bestimmt. Aber nicht nur alte, dickbäuchige Knacker. Vanessa? Der Chauffeur ist vorgefahren. Danke, Christiane. Bitte. Mein Mann ist krank. Bitte sorgen Sie dafür, dass er nicht gestört wird. Natürlich. Sagen müsste, wer von euch beiden die Schönere ist, dann... Na, da würde ich gewinnen. Ja. Ist irgendwas? Nein, nichts. Na, was ist mit dem Foto? Ja, sofort. Ja, wo sind die anderen? Ja, Jana, Nico, Robin. Isabel, geht's dir nicht gut? Doch, doch. Glaubst du, Florian merkt irgendwas? Was? Dass du von diesem Hübner schwanger bist, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, er hat mich so komisch angeguckt. Isabel,
Morgen nach deinem Termin, da ist das alles Vergangenheit. Hübners Nötigung, sein Mordversuch, alles. Komm. Hast du Bauchweh? Nein. Wäre auch schade bei dem Buffet, was es da bestimmt gleich gibt. Ja. So, dann stellt euch mal am besten darüber. Ja, Mark. Ja, komm. Ja, nein, nicht von dir. Arno, komm. Arno, ohne Augen. Nicht. So. Fertig. Ja, auf. Ja, komm. Ja. Schneider. Psst, ich bin doch inkognito da. Ach, ich verstehe. Ja. Und Daisyline ist dein Kampfhund. Hallo, Chef. Oh, ma chérie. Seife. Die Seife mit R und T. Guten Abend. Frau Schneider und Baronin. Viel Vergnügen. Danke sehr. Tja, prominent müsste man sein. Haben Sie es jetzt? Voilà, hier sind sie. Es wurde langsam Zeit. Danke. Komm, Kleine. Entschuldigen Sie mich bitte. Bonsoir, Mesdames. Charlie. Darf ich dir vorstellen, das ist Vanessa, die Tochter von Bernd. Oh, freut mich sehr. Wo habt ihr denn den Papa gelassen? Ach, mein Vater liegt flach, der hat Magenverstimmung. Der Ärmste. Aber das nächste Mal kommt er bestimmt mit. Wo habt ihr denn eure Masken? Oh. Ach, wunderbar. An. Also wenn sich Vanessa jetzt auch noch bei uns breit macht. Ich frage mich, wen Bernd wohl als nächstes dazu holt. Selbst wenn, dann werden ihm ein paar Leute mehr ihre Koffer packen müssen. Bisher sieht es jedenfalls nicht danach aus, als ob er bald wieder verschwindet. Wenn Beatrice mir morgen ihre Anteile überschrieben hat, wird dies der erste Schlag für ihn. Und weitere werden folgen. Hoffen wir es. So, Themawechsel. Wir wollen den Ball doch auch genießen. Ja, einen schönen guten Abend, Frau Schneider. Von Beinbach. Oh. Guten Abend, die Damen. Guten Abend, Martin. Oh, immerhin haben Sie noch genügend Geld für ein passendes Kostüm. Wie schön. Baron von Weidenfels hat schon nach dir gefragt. Komm. Das ist aber nett. Ach. Ja, von Weidenbach, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Es ist uns eine Ehre, Frau de Baron. Und wer bist du? Tja, immer noch derselbe von gestern. Scheuerte Teil. Hey, Anne. Hey. Hi. Wie kommt ein Typ wie du auf so eine langweilige Party? Weil ich selbst so langweilig bin. Ohne Maske gibt's keinen Kuss. Von wegen. Liebe Gäste, darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und dann möchte ich diejenigen unter Ihnen, die es noch nicht getan haben, bitten, jetzt die Masken aufzusetzen. Genießen Sie den Augenblick, seien Sie ein anderer. Denn Sie wissen ja, um Mitternacht ist alles vorbei. Und wer weiß, was bis dahin noch passieren kann. Ich erkläre hiermit den Ball für eröffnet.
nicht. Ja, solange deine Mutter nicht in Sichtweite ist. Die ist heute ganz in ihrem Element. Robin, ich lasse mir von ihr die Vorstellung, wen ich lieben soll und wen nicht. Wenn ich sie doch sage, es gefällt mir Kostüm außerordentlich. Wirklich einmal was ganz Besonderes. Vielen Dank, Herr Moshammer. Ja, aber Ihre Haare, naja. Wenn Sie das sagen. Ja. Es hat schon angefangen. Lass uns gleich reingehen. Dieser Trubel hier, ist das wirklich okay für dich? Ja klar, warum denn nicht? Nach dem ganzen Stress der letzten Wochen. Das haben wir doch hinter uns. Außerdem, ich bin immer glücklich, wenn du da bist. Sag uns mal was Feines. Was denn? Lass dich überraschen. Für meine Prinzessin nur das Beste. Alexa, jetzt iss mal nicht alles alleine, ja? Andi, du wirst auch schon noch satt. Hey, ich hätte gern für zwei Personen von dem Zeug. Na? Irgendwie habe ich das Gefühl, du läufst mir nach. Ich bin möglich. Bist du vom Beruf Hund? Wie wär's, wenn du mich ausführst? In einem Park oder zum Labyrinth? Hof. Hallo, Andi. Hey. Na, heute nicht die richtige Musik für uns, was? Naja, vielleicht wird ja irgendwann doch noch was aus uns. Sorry, wenn ich euch so anquatsche, aber habt ihr Lust mit Viertel Schloss? Ich bin nicht so total müde. Ich dachte schon, es geht nur mir so. Cool. Ich bin übrigens Vanessa. Hi. 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 Wollen wir? Klar. Andi! Tja, liebe Schwester. So ist das, wenn man seine Firma verliert. Noch ist meine Firma nicht verloren. Diese Erfahrung wirst du mir auch in Zukunft voraus haben. Was allerdings weniger von ihren Fähigkeiten abhängt, als von meiner Gunst. Darf ich bitten? Nicht, wir können doch nicht einfach. Hm? Boah, wie geil ist das denn? Wisst ihr was? Wir holen was zu essen und was zu trinken und machen unsere eigene Party. Okay, aber nur wenn Andi dabei ist. Ja, meinetwegen. Gut. Und wo ist Vanessa? Für den Tanz. Und zum Buffet? Ich würde lieber spazieren gehen. Okay. Ich brauche keine Ruhe.
geheime Zeichensprache? Ich sage nur Junggefreit, Herr Ludolf. Hast du irgendwas Bestimmtes vor? Schon möglich. Spannen Sie mich nicht auf die Folter. So, bitteschön. Herr von Beinbach? Herr von Beinbach? Was fragen. Du wunderst dich vielleicht, warum ich so komisch war in den letzten Tagen. Ja, aber das hat aber einen ganz bestimmten Grund. Ich weiß. Du weißt? Na, wegen Sven. Das hat nichts mit Sven zu tun. Jedenfalls nicht direkt. Seinetwegen viel durchmachen müssen. Die letzten Wochen waren verdammt hart. Besonders für dich. Aber eins ist mir klar geworden. Ich liebe dich über alles. Ich dich auch. Willst du meine Frau werden? Isabel! Isabel! Könnte das etwa Herr Schneider sein? Da bist du ja! Entschuldigt! Wir sehen uns später. Ist das nicht ein fantastischer Ball? Weißt du, wen ich getroffen habe? Nein, ich verrate es dir nicht. Du wirst ihn wissen. Ich ahne es. Jetzt wird erst einmal getanzt. Hast du Jan und die anderen gesehen? Nee, aber die kommen bestimmt gleich wieder. Lass uns lieber anstoßen. Gar nicht so übel hier, die Bronze. Findest du? Ach, mir ist das so trocken. Stimmt was nicht? Ich hätte lieber ein Bier. Einen Moment. Nimm doch meinen. Danke. Hattest du noch keine Gelegenheit? Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber wieso? Das erzähle ich dir später. Was hast du mit dem Ding vor? Geh die Tür aufbrechen. Hab ich in irgendeinem Krimi gesehen. Ja, spinnst du? Ich will hier raus. Ja, aber du kannst doch nicht die Tür kaputt machen. Ach ja? Sonst demolierst du immer alles. Heute bin ich mal dran. Liebe, Lügen und Intrigen. Die Doppelfolge geht gleich weiter. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht der Erste bin, der das sagt. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Dieser Ball ist rundum perfekt. Oh, merci, merci.